Wer den eigenen Geist betrachtet, wird frei. Ein einfaches Zitat von Krishnamurti, einer sehr großen Persönlichkeit des 20. Jahrhunderts, der uns heute intensiv beschäftigen wird. Ich habe einen sehr kundigen Gast hier, der ein Buch zu Krishnamurti geschrieben hat. Krishnamurti, ein Mensch der Zukunft. Geschrieben von Dr. Peter Michel. Er ist Übersetzer, er ist Philosoph, er ist Autor und er ist der Inhaber des Aquamarin Verlages, richtig? Richtig. Und an vielerlei Orten mit Vorträgen zugange oder auch wie heute bei mir mit Interviews. Und ich freue mich jetzt auf dieses sehr schöne, spannende Gespräch. Freue mich auch. Dankeschön. Danke für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Wir mussten es einige Male verschieben, aber jetzt sind wir zusammen. Und wir werden uns jetzt einfach mit dieser großen Figur beschäftigen. Gehen wir mal gleich auf seinen Namen ein, Peter. Hier ist ein schönes Bild von Krishna aus meiner Hand. Wunderbar. Das passt natürlich, weil Krishnamurti war in einer Brahman-Familie in Indien, in Südindien, Tamil Nadu geboren. Und er war das achte Kind. Und die achten Kinder in einer Brahman-Familie werden, weil auch Krishna ein achtes Kind war, dann in Verehrung Krishnas mit Krishna in irgendeiner Weise Krishna hat oder irgendetwas benannt. Und bei Krishnamurti ist der Name Krishnamurti, Krishna in einer neuen Form. Das heißt, man könnte den Namen schon als einen Hinweis auf diese großartige Lebensaufgabe dieses Menschen sehen, dass der Name gewissermaßen eine Inkarnation des Krishna-Impulses darstellen sollte. Und kurz nach seiner Geburt hat ja einer der bedeutendsten Astrologen in Tamil Nadu ihm auch eine gloriose Zukunft verhießen, was damals in den ärmlichen Verhältnissen, in der die Familie lebte, nicht unbedingt vorhersehbar gewesen ist, aber sich als doch zutreffend erweisen sollte. Ja, also wir sind in Südindien. Wir sind in Südindien. Ja. Wir sind 1895 am, nach indischer Zeitrechnung, 11. Mai, weil die Inder ja den Tag bis 4 Uhr morgens rechnen. Mhm. Nach europäischer Zeitrechnung, weil Krishnamurti 0.30 Uhr geboren worden ist, wären wir schon am 12. Mai. Also wenn es zwei unterschiedliche Geburtsdaten zu Krishnamurti gibt, hängt das damit zusammen, dass der eine nach asiatischer Zeitrechnung und der andere nach europäischer Zeitrechnung schaut. Mhm. Ja, zunächst war die Familie arm und Krishna ist aufgewachsen eigentlich. Ja. Er hätte gar keine große Bildung in Angriff nehmen können, wenn nicht ein großer Zufall in sein Leben getreten wäre. Ja, die Familie war wirklich in sehr armseligen Verhältnissen. Dann starb auch noch die Mutter relativ früh. Ja. Ja. Krishnamurti war klein, hatte sehr viele Geschwister, von denen viele nicht überlebt haben. Und der Vater wusste sich dann keine andere Lösung, als in der theosophischen Gesellschaft, die nicht so endlos weit entfernt war und der ja inhaltlich durchaus zugeneigt war, zu fragen, ob die nicht eine Aufgabe für ihn hätten und vielleicht auch eine Bleibe. Und so kam es, dass er Anfang des Jahres 1909 dann in ein kleines Gebäude in die theosophische Gesellschaft einzog und dort so einfache Handlanger, Hausmeister, Gartendienste machte. Und so ging die ganze Familie dann mit. So war der erste entscheidende später Schritt von Krishnamurti aus seiner brahmanischen Ursprungswelt in die Welt der theosophischen Gesellschaft. Es gab dann ein bedeutendes Ereignis. Es gab dann ein bedeutendes Ereignis. Einer der berühmtesten Theosophen der damaligen Zeit war der Engländer Charles Webster Leadbeater, einer der wirklich bedeutenden theosophischen Seher. Wir haben ja schon mal ein Gespräch über ihn geführt gemacht, hier. Und der lebte zu der Zeit in Adya und kam eines Tages an den Strand, an die Küste und sah dort Krishnamurti und seinen jüngeren Bruder. Nitya. Mhm. Oder Nityananda, je nachdem, wie man es nennen wollte. Und beobachtete die Kinder mehrere Tage. Und dann kam er zurück und sagte zu seinem Sekretär Ernest Wood, sagte, ich glaube, ich habe den neuen Weltlehrer gefunden. Und dann zeigte er ihm die Kinder
diese Bürschchen, die sahen etwas ungepflegt aus. Und Krishnamurti machte auch eher so einen dreamy, drowsy Eindruck, sehr in einer eigenen Welt verloren. Und Leadbeater sagte dann zu Wood, gut dokumentiert, ich habe es von einem, der damals Augenzeuge gewesen ist, von dessen Schüler bekommen, sagte, dieser Mensch hat die reinste Aura, und zwar den reinsten Kausalkörper. Leadbeater guckt also nicht nur auf so eine Ausstrahlung, sondern er guckt auf die seelische Wesenheit, die ich jemals mit Abstand in meinem Leben gesehen habe. Und Leadbeater ist ja nun in den Jahren danach viel kritisiert worden. Man hat dies angemäkelt und das bemäkelt. Im Laufe der Jahrhunderte hat sich eher gezeigt, dass Leadbeater meistens richtig lag. Und dann haben selbst seine größten Kritiker später zugestanden, also man kann ja Leadbeater sagen, was er wollte, aber dass er diesen unscheinbaren Brahmanenknaben als den erkannt hat, den er, der er später geworden ist, das ist eine Leistung, die kann ihm niemand nehmen. Mhm. Und das ist auch so. Ja. Und wurde ja auch von der großen theosophischen Vorsitzenden Annie Besant damals genauso gesehen. Richtig. Und sie hat ihn ja, und auch den Bruder sogar, adoptiert. Genau. Annie Besant, das weiß man, war bis Ende April nicht in Adya und kam erst Anfang Mai, die Tage sind nicht mehr ganz sicher dokumentiert, Anfang Mai 1909 zurück und lernte dann Krishnamurti kennen und war von Leadbeaters Einschätzung völlig überzeugt und war vom ersten Augenblick an total fasziniert von Krishnamurti. Und diese, sagen wir ruhig auch mal, menschliche Zuneigung war definitiv beidseitig, weil trotz aller späteren Differenzen, die es gab zwischen der Theosophischen Gesellschaft und Krishnamurtis Trennung von der Theosophischen Gesellschaft und so weiter, hat er Amma, das war sein indischer Ausdruck für Annie Besant, das kann man so wie Mama oder auch große göttliche Amme, Mutter, wie auch immer interpretieren. Also Amma ist eine große Liebes- und Zuneigungsbekundung, wenn man die in Sanskrit gebraucht, diese Formulierung. Und Amma war bis zum Ende seines Lebens für ihn eine absolut integre, unantastbare Persönlichkeit. Diese Beziehung hat nie auch nur den geringsten Knacks bekommen. Und natürlich war die Förderung durch die damals ja unglaublich einflussreiche Theosophische Gesellschaft für Krishnamurtis weiteren Lebensweg ungeheuer wichtig. Selbst auch die Bildungsfaktoren, er lernte Englisch, er lernte Französisch, er verkehrte in den besten Kreisen des Abendlandes, später dann auch in Amerika, hat natürlich allein seinen menschlichen Horizont immens erweitert, hat ihm Kultur beigebracht und alles an guten Manieren, was er sein ganzes Leben lang gehabt hat. Also die Grundlage für den Start seines späteren Lebensweges ist ganz sicher durch die Theosophische Gesellschaft und die Förderung von Annie Besant gelaufen. Ja, sie hat schon den Stern aufsteigen sehen, also bis auch in seine intimsten Beziehungen hinein. Er hatte doch da eine Freundin. Ja, er hatte eine junge Jugendliebe, Helen Nearing. Und das war, glaube ich, eine beidseitige, tiefe, innige Liebesbeziehung. Und da hat dann Annie Besant doch auch ganz brahmanisch denkend interveniert und hat diesem jungen Mädchen gesagt, also, liebe Helen, kann ich schon verstehen, Krishnamurti ist Trauma, sieht wie ein kleiner Buddha aus, alles gut, aber du musst da stark sein und zurücktreten. Das ist ein zukünftiger Weltlehrer, der hat ganz andere Aufgaben, als sich in eine Liebesbeziehung zu stürzen. Und das hat diese junge Dame auch schweren Herzens akzeptiert. Akzeptiert und ihn trotzdem weiter begleitet. Und hat ihn eine Weile noch begleitet. Und das ist dann über Holland noch so bis in die 20er Jahre gegangen und hat sich dann, war sehr platonisch nach allem, was wir wissen. Also das war, glaube ich, wirklich sehr platonisch. Hat sich das dann verflüchtigt. Sie haben sich später noch mal wieder gesehen, glaube in den 50er Jahren, das war jedenfalls viel, viel später. Und für Krishnamurti war sie dann doch eine fremde Person. Das hatte sich in seinem Bewusstsein völlig aufgelöst. Und während Helen Nearing, dann früher hieß sie Helen Nosey, später hieß sie dann Helen Nearing, doch immer noch emotional sehr verbunden mit ihm war und hätte auch auf so eine emotionale Reaktion vielleicht gehofft, weil also damals, wir waren so verliebt ineinander, aber es war für Krishnamurti zu unpersönlich. Da hatte er so diese klassischen persönlichen Schienen, also er mochte den und den mochte er nicht so sehr. Das gab es bei ihm eigentlich nicht. Gab es schon früh nicht. Ja. Ja, er ist ja wie kein anderer spiritueller Lehrer, würden wir wahrscheinlich beide sagen, ein dermaßener Freiheits-, also liebender,
Also er verkündet eigentlich essentiell immer die Freiheit des Einzelnen, die Unabhängigkeit des Einzelnen, die Abwesenheit von jeglichem Gurutum. Ja. Er hat ja selbst später auch ein bisschen drunter gelitten, richtig, dass ihm da so vor viele Tausende gefolgt sind. Natürlich vor die Füße geküsst, die Girlande, alles Mögliche. Mhm. Aber Krishnamurti hat dazu mal ein ganz amüsantes Bonmot zum Besten gegeben. Und hat er gesagt, der Guru heißt auf Sanskrit the Dispeller of Darkness. Das war sein Ausdruck. Also wir würden es vielleicht übersetzen, der, der die Dunkelheit vertreibt. Mhm. Und das Zweite ist, sag mal, was ist ein Guru? Er ist letztlich ein Wegweiser, einer, der den Weg zeigt, den du dann selber gehen musst. Und sagt, jetzt gucken wir mal, was ist ein Wegweiser? Ist auch ein Schild, da steht drauf, Erleuchtung, da geht's lang. Jetzt sinnbildlich ausgedrückt. Also ein Wegweiser hat eine Botschaft und zeigt irgendwo hin. Wer käme denn auf die blöde Idee, den Wegweiser anzubeten? Das haben die Inder natürlich immer nicht so gerne gehört, weil die Verehrung des Gurus, der, wie gesagt, wenn der liebe Gott dir böse ist, ja, ist blöd, aber da kann dir der Guru helfen. Aber wenn der Guru dir böse ist, kann dir nicht mehr der liebe Gott helfen. Die Rolle des Gurus in der indischen traditionellen Gesellschaft ist schon gewaltig. Ja. Ja, also und im Westen ist eben sehr die Individualität des Menschen und dieses Integre, dieses ganz eigene, das steht ja bei uns im Vordergrund. Aber in der Theosophie muss man schon sagen, wir lesen ja auch sehr viele Schriften. Also mit der Zeit versteht man das eine und das andere und kann es auch vereinigen. Krishnamurti hat diesen Freiheitsgedanken in vielen verschiedenen Facetten interpretiert. Was ich vor allen Dingen beeindruckend fand, ist, dass er sagte, wenn du den Weg der Freiheit gehen willst, musst du ihn schon in Freiheit anfangen. Mhm. Das heißt, wenn du in irgendeiner Unfreiheit verhaftet bist, was weiß ich, in der Kirche, in der Sekte, der politischen Partei oder irgendeine Familienverbindung und bist in dieser Unfreiheit, kannst du gar keinen freien Weg finden. Diese Unfreiheit am Anfang verhindert, dass du überhaupt losgehen kannst. Mhm. Das heißt, du musst erstmal diese innere Freiheit in dir herstellen, das ist sozusagen, für Krishnamurti waren das die Basics. Wenn du nicht aus dieser inneren Freiheit heraus anfangen kannst, einen spirituellen Weg zu suchen, dann wirst du nie einen finden. Und dann hat er es ja ergänzt mit seinem legendären Ausspruch, als er den Orden, der um ihn gegründet war, 1929 aufgelöst hat, die Wahrheit ist ein pfadloses Land. Das ist ja fast so eine Art Wahlspruch Krishnamurtis geworden. Die Wahrheit ist ein pfadloses Land. Was wollte er uns damit sagen? Er wollte ja nicht sagen, es gibt keinen Weg zur Wahrheit. Dann hätte er gar keine Vorträge mehr halten müssen. Also Wahrheit ist existent. Nur, es gibt keinen ausgetretenen Trampelpfad. Mhm. Du machst Übung 1, Übung 2, besuchst Kurs 3, machst dort den Avatarkurs und sonst irgendetwas. Und dann bist du auf dem Weg zur Erleuchtung ganz dicht dran. So läuft es eben nicht. Du musst deinen ureigensten Weg finden. Deiner ist anders als meiner. Und jeder, der diesen Weg geht, macht seine innere Erfahrung und verwirklicht seine ganz individuelle göttliche Idee, die in ihm liegt. Und in dem Moment, wo er dies verwirklicht, kann er mit seinem Gegenüber, mit dem Nächsten, der mit ihm geht, sich auch wieder austauschen, weil der auch eine ureigene Erfahrung gemacht hat. Und diese jeweils ureigene Erfahrung wird kommuniziert und dadurch werden beide bereichert. Weil keiner kann die Erfahrung des anderen machen. Deswegen ist die Wahrheit ein pfadloses Land. Als Krishnamurti im Alter war, 18, 20 Jahre, da begann er ja schon so Vorträge zu halten. Ja. Er war ja ein begnadeter Redner und hat, glaube ich, bis über 90 hat er unendlich viele Vorträge weltweit gehalten. Ich glaube, es gibt niemanden, der weltweit so viele Vorträge gehalten hat wie Krishnamurti. Ja, ja. Und wenn du die Frühzeit ansprichst, da gibt es natürlich faszinierende Begegnungen mit diesem ganz jungen Krishnamurti. Jetzt müssen wir wissen, wir bewegen uns Anfang des 19. Jahrhunderts. Wir sind also im kolonialistischen England. Indien ist Kolonie England. Das sind alles keine freien Leute in dem Sinne. Und dann spricht da vorne vor 500, 600 Leuten so ein 18, 20-Jähriger, wie die Engländer sagen würde, Hindu-Knabe. Und der spricht. Und in dem Augenblick, wo der spricht, manifestiert sich durch ihn ein so unglaubliches göttliches Bewusstsein. Nennt es jetzt einfach mal göttliches Bewusstsein, ob wenn nun Maitreya-Bewusstsein oder Krishna-Bewusstsein oder Christus-Bewusstsein, ist egal. Ein ungeheures Bewusstsein. Und die
Kolonialbeamten, die Richter, die Soldaten und so weiter sind so überwältigt, dass sie vor diesem, in Anführungszeichen, nochmal Hindu-Knaben auf die Knie fallen und sich segnen lassen. Das war für die damalige Zeit ein absolut unerhörtes Ereignis. Mhm. Da kann man erahnen, was für eine Kraft sich durch diesen jungen Mann manifestiert hat. Mhm. Ja, Krishnamurti, er war ja schon so unendlich jenseits von Eitelkeit und Ehrgeiz. Er hat ja viel auch über diese Eigenschaften gesprochen, sobald sich ein Mensch versucht, Reichtum oder Materie anzueignen, überkommt ihn schon die Angst und er ist eigentlich schon ein verlorenes Kind, also sobald man irgendwie auch Wissen aneignet. Also er war ja so unendlich radikal, aber erzähl uns jetzt vielleicht doch mal noch diesen Weg. Am Anfang anthroposophische Gesellschaft, Anthroposophie kommt nachher auch noch, Rudolf Steiner, und er war nämlich einfach doch jemand, der Krishnamurti nicht so gesehen hat wie Annie Besant beispielsweise. Richtig. Aber wann ging denn sein Weg dann in den Westen? Erzähl vielleicht mal den einzelnen biografischen Schritt noch ein bisschen. Also das ist relativ schnell zusammenzufassen. Krishnamurti wurde 1909 entdeckt von Leadbeater. Also dann er traf ihn am Strand und wusste, was das für eine großartige Persönlichkeit ist. Dann wurde er in die Theosophie Gesellschaft aufgenommen, wurde von Annie Besant adoptiert, hattest du schon erwähnt. Und dann wurde er klassisch theosophisch englisch erzogen, durfte Porridge essen für einen Inder, grauenhaft. Also die Leadbeaterschen Ernährungsvorschriften, da hat er früh gegen rebelliert. Aber er wurde innerhalb der Theosophie Gesellschaft groß. Dann haben sie 1911 einen eigenen Orden um ihn gegründet. Der hieß am Anfang Order of the Star in the East, also der Orden des Sterns im Osten. Und später hieß es nur noch Order of the Star, also der sogenannte Sternenorden. Der wurde von sehr vielen, sehr wohlhabenden Leuten in Europa und in Amerika gesponsert und besaß ungeheure Immobilienwerte und auch Barvermögen. Und also Krishnamurti als Oberhaupt des Ordens war sozusagen ein sehr, sehr wohlhabender Mann, wenn man das mal materiell ausdrücken wollte. Okay, Krishnamurti wuchs heran und Krishnamurti, dem die spirituellen Dinge, also so etwas ein Wort wie Einweihung, die Meister, innere Transformation, mystische Erfahrung, all das war für ihn ein zutiefst heiliges Geschehen. Das nahm er unglaublich ernst. Seine ersten Begegnungen mit seinem Meister, das war für ihn bis ans Ende seines Lebens in unterschiedlichen Ausdrucksweisen, aber eine zutiefst heilige Erfahrung. Und dann sah er, dass es in der Theosophiengesellschaft doch auch sehr menschelte. Sehr menschelte. Also dann hat sich der berufen gefühlt, ich bin schon ein Schüler des Meisters oder ich bin schon ein Schüler des Meisters. Ich habe schon meine dritte Einweihung hinter mich. Ich stehe jetzt kurz vor der fünften Einweihung. Und Krishnamurti guckte sich diese Leute an und konnte nur den Kopf schütteln. Das war pure Eitelkeit, hast du gerade erwähnt. Reines Ego-Denken und nichts davon war spirituell wahr. Und das brachte ihn relativ bald in Konflikt mit dem alteingebürgerten theosophischen Schema der Einweihung, der Meisterschülerschaft, Schülerschaft und so weiter. Das war für ihn alles nicht anständig genug. Das war auch nicht ehrlich, das war auch nicht wahr. Das war in einem immensen Maß Illusion und Einbildung. Und das hat sich über die Zeit dann aufgebaut. Das ist vielleicht so ungefähr 20 Jahre gelaufen, wobei die letzten 5 Jahre schon eine deutliche Distanzierung beinhalteten. Und endete dann am 3. August 1929 bei diesem legendären Auftritt im holländischen Ommen, wo er auf dem letzten noch damals existierenden Sternenkamp von diesem Orden, diesen Orden auflöste. Also mit einem Federstrich war das alles erledigt. Und die Theosophie Gesellschaft mit ihrer Anhängerschaft fiel natürlich erstmal aus allen Wolken. Weil sie hat ja nicht erwartet, dass das so kommen würde. Sie dachte, Krishnamurti macht dann den Oberguru und sagt ihm, was sie tun müssen, was sie ja immer gelernt hatten. Sie machen das, sie meditieren so, dann machen sie den ersten Schritt und die zweite ein und so weiter. Und Krishnamurti sagte alles, vergesst es, die Wahrheit ist ein fahrtloses Land. Ja. Das war ein riesiger Schock. Vielleicht sagen wir unseren Zuschauern mal, weil es ist nicht jeder so kundig wie du, als Vorsitzender von Atiya eben, der Theosophischen Gesellschaft, die in Deutschland eigentlich von der Anthroposophie mehr oder weniger ein bisschen in den Hintergrund gedrängt worden ist. Aber es macht sich heute
generell kaum einer, außer er ist natürlich selbst in der Anthroposophie sehr in der Theosophie sehr kundig, macht sich ein Bild, wie sich die Theosophie um die Jahrhundertwende also ausgedehnt hat. Es waren allein, glaube ich, in Australien, ich weiß nicht, zigtausende von Mitgliedern, auch schon in Java, da überhaupt in diesen fernöstlichen, in Indien sowieso, aber später dann eben in England natürlich durch Leadbeater, durch Besant, aber in USA, es gab auch viele normale Mediziner, Wissenschaftler, die sich für die Theosophie interessiert haben. Also heute, es gibt auch viele Filmemacher, man immer wieder, wenn man auch bei Wikipedia gibt es so Berührungen, es ist ja nicht jeder dann gleich da so vollkommen eingestiegen. Und warum, und man fragt sich, ich habe mich schon so oft die Frage gestellt, dass es eigentlich wieder so ein bisschen dürftig geworden ist. Also wenn ich mir mal vorstelle, dieses unfassbare große Wissen in der Theosophie. Ich frage mich immer, ist es so unbequem für viele Menschen, sich das anzueignen, weil es ist wirklich auch ein Studium, es ist ein wissenschaftliches Studium. Ja, es ist natürlich schon auch das, was Krishnamurti verkündet, aber letztendlich bleibt einem nicht erspart, sich auch wirklich mit dem Wissen aus Büchern zu befassen. Nicht umsonst gebt ihr viele Bücher raus. Und jeden, also der Weg ist ja folgendes, man liest die Inhalte und sie wandeln einen im Alltagsdenken, in den Träumen, in den Empfindungen ständig um. Also man wird immer wieder ein neuer Mensch. Man weiß eben nicht, wo der Pfad hingeht. Ja? Also vieles, was Krishnamurti an Zitaten hat, es gibt ja so viel, du kannst gerne zwischendurch immer wieder welche einbringen. Das kann ich nur bestätigen. Also man weiß wirklich, also ich spüre schon, dass ich immer mehr in diesem Flow bin, von dem man ja so spricht, aber definitiv nicht weiß, wo mich mein Leben hinführen wird. Aber gerade das bringt eine Leichtigkeit mit sich, also die ist so, die will ich nicht mehr hergeben. Du hast es völlig richtig angesprochen. Sagen vielleicht noch einen Blick, werfe noch einen Blick zurück auf die Geschichte. Die Theosophie-Gesellschaft war wirklich ungeheuer einflussreich in den Jahren bis zum Anfang des Zweiten Weltkrieges. In Deutschland, kommen wir gleich noch drauf, aber vor allem in den englischsprachigen Ländern, auch durch die Kolonialbewegung. Auch in Frankreich. Frankreich auch. Mhm. Und man muss sich vorstellen, als Krishnamurti, ich glaube 1922, das erste Mal nach London kam, machte die Times, die ehrwürdige Londoner Times, auf der Titelseite auf, Messiah comes to UK. Titelseite mit Bild, Krishnamurti mit seinem Bruder im Anzug, piekfein herausgefällt, war das Bild auf der Titelseite, dass der Messias nach London kommt. Da würde heute keine Socke mehr drehen, wenn jemand kommt, wenn der Dalai Lama heute, was weiß ich, in Frankfurt spricht, dann steht das im Feuilleton auf der Seite 3 ganz unten rechts, Dalai Lama hat einen Vortrag in Frankfurt gehalten. Krishnamurti war damals eine ungeheure Größe. Also die Hollywood-Studios wollten einen Film über den Buddha drehen, mit Krishnamurti in der Hauptrolle als Buddha. Und dieser Einfluss war mit heute überhaupt nicht zu vergleichen. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie hoch dieser spirituelle Einfluss war. Und auch das spirituelle Wissen, was damit einherging, durch die Theosophie-Gesellschaft, du hast es ja angesprochen, ist in breite Gesellschaftskreise geflossen. Damals gab es in England die Society for Psychical Research, das würden wir heute als so eine parapsychologische Forschungsgruppe betrachten, da saßen jede Menge englische Nobelpreisträger und Lords und höchst gebildete britische Kreise drin. Und dieses Wissen ging in wirklich in breite Gesellschaftsschichten. Und jetzt bin ich vielleicht nicht so kritisch, wie es bei dir gelungen ist. Ich glaube, vieles von diesem Wissen ist heute Allgemeingut und wir merken gar nicht mehr, weil es uns auch so vertraut ist, was das für eine epochale Geschichte war. Also beispielsweise interreligiöser Dialog. Damals hat es noch Gebetsgruppen gegeben, um die Blavatsky, die Gründerin der Theosophiengesellschaft, um die Ecke zu beten. Heute interreligiöser Dialog, selbstverständlich. Dalai Lama spricht auf dem Kirchentag. Kein Thema. Reinkarnation. Hallo, im christlichen England und im noch christlichen Amerika, Reinkarnation, das haben doch nur Spinner geglaubt. Heute, laut Gallup-Umfragen und so weiter, zwischen 25% und 30% in allen christlichen Gesellschaften weltweit gehen davon aus, dass Reinkarnation und Karma eine bestehende Tatsache ist. Das sind
Grundgedanken, die heute, ich will jetzt nicht sagen Allgemeingut sind, das wäre jetzt übertrieben, aber die doch, sagen wir mal, bei geistig interessierten Menschen eine Selbstverständlichkeit sind. Das war damals völlig anders. Also von daher hat das doch, auch wenn die Theosophie gesellschaftlich damals eine ganz andere Größe hatte als heute, die Gedanken sind weltweit überall eingeflossen. Es gibt nicht wenige Religionswissenschaftler, die sagen, die Gründung der Theosophiengesellschaft war eine zweite Reformation nach Luther. Weltweit gesehen im Gedankengut der Menschheit. Ich würde sagen, das ist vielleicht nicht übertrieben. Liebe Zuschauer, wir machen jetzt mal eine kleine Unterbrechung. Wir werden Ihnen einige Bilder zeigen von Krishnamurti. Und zu diesen Bildern werden wir etwas Musik laufen lassen und auch einige Zitate. Viel Freude. Bis gleich. Zu beobachten, ohne irgendeine Frage, die eine Antwort erwartet, bedeutet unendliche Wachsamkeit. Ist Ihnen jemals klar geworden, dass wir immer dann, wenn wir es am wenigsten erwarten, Inspiration finden? Wir finden sie, wenn wir sie nicht suchen, wenn sich der Geist und das Herz beruhigen. Konflikt ist nichts weiter als das Leugnen dessen, was ist, oder das Davonlaufen vor dem, was ist. Einen anderen Konflikt gibt es nicht. Unser innerer Konflikt wird immer komplexer und unlösbarer, weil wir uns weigern, uns dem zu stellen, was ist. Nur wenn wir zuhören, können wir etwas lernen. Zuhören ist ein stiller Akt, nur ein ruhiger, aber gleichzeitig aktiver Geist kann lernen. Entweder sind Sie sich des chaotischen Zustands der Welt bewusst, oder Sie schlafen nur, leben in einer Fantasiewelt, einer Illusion. Es ist kein Zeichen von seelischer Gesundheit, an eine zutiefst gestörte Gesellschaft angepasst zu sein. Freiheit ist essentiell für die Liebe. Weder die Freiheit des Aufstandes, weder die Freiheit, alles zu tun, was uns gefällt, noch die Freiheit, uns unserem Verlangen hinzugeben, sondern die Freiheit, die mit dem höheren Verstehen kommt. Für die ganzheitliche Entwicklung des Menschen ist das Alleinsein unbedingt notwendig, um seine Sensibilität zu wecken. Nur wenn der Geist absolut still ist, sowohl an der Oberfläche als auch tief im Inneren, kann das Unbekannte, das Unmessbare zum Vorschein kommen. Liebe ist keine Sache des Verstandes und Liebe ist die einzige Antwort auf unsere Probleme. So, liebe Zuschauer, nun sind wir wieder zusammen. Ich hoffe, Sie konnten sich einige Bilder anschauen und auch die Zitate dazu anhören.
die schon wirklich sehr bemerkenswert sind. Wir gehen jetzt mal etwas weiter. Wir sind in den Jahren 20er Jahre, 30er Jahre. Und da kommt es jetzt doch zu einigen entscheidenden, man könnte es nennen, Brüchen oder Abnabelungen. Vielleicht magst du uns da noch, vielleicht den Tod des Bruders. Ja, wir haben ja schon angesprochen, diese Zustände innerhalb der Theosophengesellschaft, die Krishnamurti sehr störten. Das war nicht mehr seine Welt. Das war für ihn eine Entweihung all dessen, was ihm heilig war. Und der zweite wichtige Punkt, der sicherlich auch zur Trennung von der Theosophengesellschaft mitgeführt hat, auch zu einer inneren Trennung, war, dass er 1925 zum 50-jährigen Jubiläum der Theosophengesellschaft nach Indien fuhr und sein Bruder in Australien, der schweren Leukämie erkrankt war, verblieb und man ihm sagte, von Seiten der Führer der Theosophengesellschaft, die Meister würden schon auf seinen Bruder aufpassen, da könnte nichts passieren. In einer stürmischen Nacht durchquerte er mit dem Boot den Suezkanal und erhielt ein Telex, dass sein Bruder gestorben war. Das war für ihn ein ganz großer Bruch. Es war nicht nur ein immenser Schmerz, an dem er zu arbeiten hatte. Als er dann aus dem Boot runterstieg in Indien, sagten die Menschen, Krishnamurti hätte völlig verwandelt gewirkt im Vergleich mit dem, was sie vorher erlebt hätten. Und das war sicher mit der Anfang vom Ende seiner Verbindung mit der Theosophiengesellschaft. Da ist für ihn etwas zerbrochen. Und dann hat er 29 dann diesen Schnitt gemacht und hat sich getrennt und ist in den Jahren danach dann im ganz kleinen Rahmen gereist und hat mit den Menschen, die ihn hören wollten, gesprochen, weil ja sein ganzes Umfeld, was ja alles von der Theosophie aufgebaut war, der Sternorden, die ganzen theosophischen Veranstaltungen, waren ja alle weitgehend weggebrochen. Es gab immer noch einzelne Theosophen, die Krishnamurti nahe standen und ihn auch gefördert und unterstützt haben, aber der Rahmen war doch ganz ein anderer. Dann kam Mitte der 30er Jahre dann schon die Vorboten des neuen Krieges und Krishnamurti hat dann von 39 bis 47 in Amerika gesteckt, teilweise wirklich gesteckt im Sinne von festgehalten, weil er hatte kein Visum, um auszureisen. Er musste immer ständig wieder seine Aufenthaltsgenehmigung erneuern. Da haben einflussreiche Amerikaner wie Aldous Huxley und andere ihm geholfen, dass er die immer bekam. Und er hat dort mit Rosalind Rajagopal, der Ehefrau seines Herausgebers, seiner Werke, praktisch in einem eheähnlichen Verhältnis gelebt, was erst nach seinem Tod bekannt geworden ist und dann all denen furchtbar übel aufgestoßen ist, die den Krishnamurti auch so aus seinem heiligen Protest hatte, völlig zelibatär und Sexualität, nein, sowas gab es gar nicht, Frau, nein, gab es überhaupt nicht. Und dann kam heraus, dass Krishnamurti doch viele, viele Jahre als ganz normaler Mann, man könnte auch Ehemann sagen, gelebt hat, hat viele Leute furchtbar aufgeregt. Aber sie haben auch seine Texte nicht richtig gelesen. Er hat nie davon gesprochen, dass die Leute zölibatär leben müssten, dass Sexualität was Schlechtes wäre. Das ist alles noch so in der nachtheosophischen Phase als Bild des Eingeweihten, der so auf dem Podest stand und heilig zölibatär lebte, wieder hochgekocht. Aber war nichts, was er selber nun propagiert hat. Wobei man auch sagen könnte, er hätte natürlich auch sein Privatleben öffentlich machen können. Aber meine, muss man das von jedermann verlangen, dass jedermann seine privaten Beziehungen gleich öffentlich macht? Weiß ich nicht. Hat jedenfalls, als das herausgekommen ist, viel Aufmerksamkeit erregt. Hat sich alles längst wieder gelegt. Krishnamurti wird heute noch gelesen. Und diese persönlichen Beziehungsgeschichten interessieren heute niemanden mehr. Ja. Da hat sich viel verändert. Ja. Aber das war also eine Zeit, die auf der äußeren Ebene betrachtet relativ ereignisarm war. Das änderte sich 1947, als Krishnamurti wieder nach Indien kam und dann seine weltweiten, regelmäßigen spirituellen Weltumrundungen in Angriff nahm. In England, in Brockwood Park, in Sahn in der Schweiz, in Ojai in Amerika und dann in Indien, in Benares, Bombay und verschiedenen anderen Städten. Das machte er jedes Jahr bis zu seinem Tod. Jedes Jahr einmal um die Welt und überall dort große Vortragsreihen. Allein schon physisch eine ungeheure Leistung. Wer hat den eigentlich immer begleitet oder das meistens? Das ist unterschiedlich. Er hatte in den 40er, 50er Jahren einen französischen, sozusagen halt Privatsekretär, Alain Naudet. Und als der dann irgendwann in den 60er Jahren weggegangen ist, kam eine sehr wohlhabende Amerikanerin dazu, die Witwe des berühmten Hollywood-Regisseurs Ephraim Zimbalist,
Mary Zimbalist, die war aufgrund ihres Vermögens wirtschaftlich völlig unabhängig und hat Krishnamurti dann die letzten 20, 22 Jahre ungefähr, es müsste es genau jetzt aber so ungefähr in der Größenordnung, auf all seinen Reisen begleitet und war so eine Art spirituelle Lebensgefährtin für ihn. Mhm. Hat ihm natürlich auch durch ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit ein angenehmeres Reisen ermöglicht. Mhm. Also Mary Zimbalist war dann im letzten Viertel seines Lebens die wichtige Begleitperson. Mhm. Hat auch nach seinem Tod ein faszinierendes, fast tagesgenaues Protokoll des Lebens Krishnamurtis veröffentlicht. Das kann man nicht als Buch herausbringen, das wären so viele Bände. Mhm. Aber man kann es im Internet sich angucken. Ist alles dokumentiert, fast auf den Tag genau. Mhm. Vielleicht schilderst du es sicher ja auch darin dokumentiert, als er ein junger Mensch war von ungefähr 20 Jahren, hat er doch eine große Transformation noch durchleben müssen. Ja, es gibt in Krishnamurti als Biografie einen Begriff, der zentral ist und der durch sein ganzes Leben hindurch immer wieder auftaucht, der Prozess, the process. Das war in den frühen Jahren eine, man kann das ruhig so sagen, eine klassische Kundalini-Erfahrung. Die Energie, die er schildert, wie sie sich im Hinterkopf teilt, in zwei Bahnen, die Sushumna und Ida und Pingala, also in der klassischen indischen Tradition, eine typische Kundalini-Erfahrung, die sein ganzes Leben lang eigentlich in unterschiedlichen Formen sich immer wieder abgespielt hat, wobei sie in den späteren Jahren nicht mehr diesen klassischen Anfangsverlauf genommen hat, wie man ihn halt auch von anderen Menschen, die Kundalini-Erfahrungen haben oder im Kundalini-Yoga beschrieben kennen, sondern Krishnamurti erlebte dann ganz andere, sehr, sehr ungewöhnliche Transformationserfahrung. In seinem Notizbuch, Notebook, im Deutsch das Notizbuch, schildert er beispielsweise, wie, er nannte es ja manchmal das andere oder die andere Seite oder sie oder die eine Kraft, an dieser inneren Transformation arbeitete, was sich dadurch beispielsweise manifestierte, dass offensichtlich die Zellen seines Gehirns von dieser Kraft beeinflusst und transformiert wurden. Dass er plötzlich den Eindruck hatte, seine Wahrnehmung hatte sich wieder vergrößert. Er hatte jetzt ein größeres, noch kosmischeres Bewusstsein. Und man kann das jetzt nicht in wenigen Sätzen sagen, es ist eigentlich viel weniger profan, als ich jetzt ausgedrückt habe, sondern ein beeindruckendes Dokument mystischer Erfahrung, die in den drei Büchern, die er selber geschrieben hat, zum Ausdruck kommt, dem letzten Tagebuch, dem Journal und dem Notizbuch. Darin schildert er diese innere Transformation in allen Einzelheiten. Und es gibt für mich, meines Erachtens, kein anderes Dokument mystischer Verwandlung im 20. Jahrhundert, das so detailliert und so faszinierend ist, wie es Krishnamurti in den drei Büchern, die er selber geschrieben hat, zum Ausdruck gebracht hat. Umso bemerkenswerter, dass er sich eigentlich in der zweiten und dritten, im letzten Lebensdrittel eher der, ich möchte jetzt nicht gerade sagen westlichen Philosophie, aber doch von dieser esoterischen Wissensgut eher wieder distanziert hat und nicht gerade pragmatisch, aber doch eine ganz andere Lebensphilosophie nochmal favorisiert hat. Ja, das ist eins der großen Rätsel Krishnamurtis. Also ich neige manchmal dazu, den öffentlichen Krishnamurti, der seine Vorträge vor allen möglichen Kreisen und Gesellschaften gehalten hat, und den Krishnamurti nach dem Vortrag zu unterscheiden. Der öffentliche Krishnamurti war sowas von exoterisch. Ja. Mehr geht kaum. Teilweise war es fast ein existenzialistischer Philosoph, der da sprach. Dahinter trotzdem diese ungeheure göttliche Ausstrahlung. Ich könnte sie nicht anders bezeichnen, ich habe sie ja selbst mal erlebt. Gewaltig. Aber die Worte selber, wenn du sie dann hinterher abgedruckt liest, sagst du, was war da jetzt eigentlich so beeindruckend dran? Ja. Und dann gibt es aber den Krishnamurti dahinter, der ein Heiler war, der hellsichtig war, der den Menschen Trost brachte auf allen möglichen Ebenen, der Engel und Elfen beschrieb, der also mehr Theosoph konnte man... Unglaubliche Liebe auch ausgestrahlt hat. In allem diese unendliche Liebe. Aber im Grunde ein klassischer Theosoph mit all den Aspekten, die ein Leadbeater oder eine Dora Kunze oder andere, eine Annie Besant auch an den Tag gelegt hatten. Aber das kannten nur die Leute, die ihn näher kannten. Wer nur zu seinen Vorträgen gegangen ist, der hörte etwas ganz anderes.
wenn er nicht dahinter von dem beeinflusst wurde, was halt durch Krishnamurti sich durchmanifestierte. Aber die Vorträge teilweise waren doch sehr weltlich, ja, in einem gewissen Sinne. Ja, also finde ich auch. Ja. Also auch noch in so einem, wo er so 70, 80... Ja, ne? auch in den höheren, ja. Aber dazwischen gab es immer mal wieder auch so Phasen. Ich erinnere mich an den letzten oder vorletzten Vortrag in Saar 1985. Da kommt dann ein Satz drin vor: Wo Liebe ist, kann Leid nicht sein. Da hättest du bei den 1200, 1300 Leuten im Zelt aber eine Stecknadel fallen hören. Das war wie ein Mantra. Wo Liebe ist, kann Leid nicht sein. Da kam eine so ungeheure Kraft mit durch hinter diesem Satz. Und das hat eine derartige Liebe in den Zuhörern erweckt. Das konntest du, da hättest deinen Nachbarn anfassen mögen. So deutlich konntest du das greifen. Und das war transformierend für jeden, der da war. Und solche Sätze konnten auch in Washington mal in einem Vortrag fallen oder was weiß ich, in England. Und dann kam dieses verwandelnde Moment dazu. Das waren dann die ganz besonderen Augenblicke. Aber manche Vorträge, ich habe sie fast weitgehend alle gelesen, sind nicht so spektakulär irgendwie. Nicht spektakulär, ist irgendwie uninspiriert. Ja. Und trotzdem müssen die Leute, die da waren, beeindruckt gewesen sein. Weil es gibt ja kaum jemanden, der Krishnamurti entweder im privaten Gespräch oder im größeren Rahmen erlebt hat, der nicht rausgegangen ist und sagt, das war besonders. Als er mal Kali Gibran getroffen hat, oder Kali Gibran ihn getroffen hat, sagte der große Dichter hinterher, heute habe ich den Herrn der Liebe gesehen. Gibran in seiner poetischen Sprache war ja sicher kein kleines Licht, selbst eine große Seele. Es gibt viele solche Beispiele, die man nennen könnte. Ja, ich denke, das ist die Präsenz. Das ist die Präsenz. Und das kann man nicht, wenn man es auch noch so gut macht, in Büchern oder im Internet, Wikipedia, man kann es einfach nicht so speichern. Nein. Aber die Menschen, die es erlebt haben, und du hattest ja noch das große Glück, ihr habt es vorher erzählt, das ist halt im Herzen dann ein Funke. Ja, also mir ging es ja eigentlich ganz genauso. Ich hatte damals vielleicht gerade eher so die letzteren Bücher und der Vorträge gelesen und sagte, kannte natürlich als Theosoph seine Geschichte auch, war mir voll vertraut. Aber das, was da in den Büchern stand, hat mich jetzt nicht so übermäßig fasziniert. Und dann sagte, irgendeines Tages war vielleicht Mai, April 85, meine erste Frau, damals zu mir, sagt, du Krishnamurti spricht in Saan, wollen wir nicht hinfahren? Ja. Und dann wusste ich ja, dass er schon ein gewisses Alter hatte. Und ich dachte, wenn du den Mann einmal in deinem Leben noch live erleben willst, solltest du vielleicht mitfahren. Okay, dann bin ich mit hingefahren. Es war wohl die wichtigste Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe. Es war eine so unglaubliche Transformation, die ich dort erlebt habe, und bin eine Woche in einem höheren Bewusstsein rumgelaufen. Ich habe die Natur, die Berge, die Menschen alles ganz anders wahrgenommen, und das hat lange angehalten, und viele Dinge sind, glaube ich, da transformiert worden, die sind vielleicht früher ein Problem gewesen, aber heute sind das alles keine Themen mehr. Also ich muss selber sagen, das war ungeheuer beeindruckend. Und dann habe ich ja später auch diese Vorträge noch als Buch bei uns veröffentlicht. Die letzten Gespräche in Saan heißt das Buch. Wieder diese Erfahrung. Ja, gut, manchen Gedanken hatte ich ja noch miterlebt, und hatten, aber trotzdem alles. Es war nicht so weltbewegend. Das heißt, die Transformation oder diese ungeheure Ausstrahlung, die ausgegangen ist von ihm und die ich selber so erlebt habe, die hing an dieser Person. Das manifestierte sich durch ihn hindurch. Und er hat später ja auch mal im kleineren Kreis in England gesagt, if Kay goes, anything goes. Das heißt, wenn Krishnamurti nicht mehr da ist, ist auch das andere nicht mehr da. Oder an anderer Stelle hat er mal gesagt, sie haben Jahrtausende daran gearbeitet, um einen solchen Körper zu produzieren oder zur Verfügung zu stellen, dass sich das, was sich ereignet hat, ereignen konnte. Ja, in der Theosophie spricht man ja viel von Essenzen. Ja. Und was bleibt, ist die Essenz. Was bleibt, ist die Essenz, ganz sicher. Und Krishnamurti, du hast die Biografie vorhin hochgehalten, ist ja selber gesagt worden am Anfang seines Lebens, er sei ein Mensch für die Zukunft. Deswegen habe ich auch diesen Titel gewählt. Ja. Ich glaube, dass
die große Entdeckung in weiteren Kreisen erst noch kommen wird. Ich glaube es auch. Ja, es ist ein Samensetzer gewesen. Ganz sicher. Ja. Ganz sicher. Es passt gut in unseren Sender auch, solche Gespräche, weil wir haben eigentlich nie was anderes vorgehabt, ja, als Samen zu setzen, genauso, und Menschen, genauso ist es, ja, zu ungewöhnlichen Gedanken anzuregen. Ja. Jeder Gedanke, den wir denken, der nicht schon 1000 Millionen Mal gedacht wurde, ja, ist schon was Besonderes, einfach weil er unser eigener, frischer, kreativer Gedanke ist. Und es passt auch gut zu Krishnamurti, dass er sich nicht so konservieren lässt. Nein, ja? Nein, das passt gar nicht. Zu man kann ihn keine Schublade packen, man kann ihn nicht, ja, in ein Regal stellen und so weiter. Hm. Und vieles hat er einfach auch bewirkt durch seine Präsenz. Es gibt so eine herrliche Anekdote. Er ist mit dem Zug unterwegs in Indien. Und in Indien läuft nicht immer alles pünktlich. Der Zug stand also. Ja. Krishnamurti vertritt sich auf dem Bahnhof die Füße. Kommt ein Mann mit einer Zigarette auf ihn zu. Krishnamurti sagt gar nicht, er kommt auf ihn zu. Sagt, Sie sind Krishnamurti. Krishnamurti nickt. Er sagt, ich sollte wohl aufhören mit Rauchen. Sagt der rauchende Mann. Krishnamurti sagt, ja, wenn Sie meinen. Aus was. Nie mehr geraucht. Das ist so eine Begebenheit, die einfach außergewöhnlich ist. Und das strahlte einfach durch diesen Mann aus. Oder gibt vielleicht noch viel spektakulärere Geschichten. Krishnamurti hat ja, ich glaube, nicht in einem einzigen Vortrag über Heilung gesprochen. War kein Thema, was das überhaupt. Das stimmt. Ja. Jedenfalls ist mir jetzt nicht, vielleicht gab es mal einen Nebensatz, nicht, aber war nie prominent da. Aber Krishnamurti hat, seit er Kind war, immer Menschen behandelt. Er wusste, dass er heilende Hände hatte. Hm. Und andere wussten das auch. In den inneren Kreisen war durchaus bekannt, dass Krishnamurti heilen konnte. In Indien war es, glaube ich, noch bekannter. Es ist ein Fall aufgetreten, den sein Neffe später bis im Detail überliefert. Ich fasse es einfach noch kurz zusammen. War eine Frau verunglückt, hatte einen ganz schweren Splitterbruch im Bein und das Knie, der Unterschenkel, sollte abgenommen werden. Und die Frau ersuchte Krishnamurti nun durch ihren Mann dringendst um einen Heilungstermin. Krishnamurti war immer sehr zögerlich bei solchen Sachen, wollte nicht als Heiler, dachte und so weiter. Stimmte also zu. Okay, die Frau kam, wurde auf der Bahre gebracht. Man denkt automatisch an Jesus und den Gelähmten im Neuen Testament. Die Frau kommt mit der Bahre rein, wird durch die Tür getragen, guckt Krishnamurti an, steht auf und ist geheilt. Geht raus aus der Tür und gut, was? 2 Tage später hat der Mann sich noch bedankt, sagt, die Frau ist komplett wiederhergestellt, ist wieder gut. Sagt Krishnamurti zu seinem Neffen, der anwesend war, sagt, ich habe erst gedacht, die machen einen Witz mit mir. Aber es war nicht so. Und dann sagte sein Neffe, was hast du denn gemacht? Sagt, ich habe gar nichts gemacht, sondern, sagt jetzt auf Englisch, something clicked. Das heißt also, irgendetwas hat sich eingehakt, geklickt, irgendwie sich zusammengeschlossen. Und dann ergänzte noch ein letztes Wort, Energie floss. Mehr hat er dazu nicht gesagt, er hat auch nichts getan. Jetzt sagt er ja ganz ehrlich, something clicked und Energie floss. Schon spektakulär. Ja, absolut. Also die andere Seite ist ja, dass er selbst immer wieder sehr krank war. Eigentlich nie wirklich ganz gesund war. Und einmal hing das Leben an einem seidenen Faden. Und er hatte ja damals irgendwie so ein bekannter Homöopath, der nach Indien kam. Ja. Erzähl das doch mal. Krishnamurti war tatsächlich immer mit Einflüssen konfrontiert, die permanent auch auf diesen zierlichen, filigranen Körper einwirkten. Und man muss sich das mal so vorstellen, durch diese kleine Lampe, sage ich jetzt einfach mal so, Mensch, floss eine Energie, was weiß ich, die hätte ein Kraftwerk erleuchten können. Und diese Energie musste dieser Körper ständig verarbeiten und aushalten. Stelle ich mir das ungeheuer vor. Und er hat ja auch vielfach unter Schmerzen gelitten, entweder in diesen Form von Krankheiten, die aber für mich auch einen geistigen Hintergrund hatten, oder durch diesen Prozess, der diese Verwandlung auslöste. Und einmal, du hast es gesagt, hing es wirklich am seidenen Faden Anfang der 60er Jahre. Und Krishnamurti hörte in Indien einen Vortrag von einem jungen Mann, der war eigentlich Architekt, interessierte sich aber für Homöopathie. Ja. Der Name von diesem Mann war Georgios Vitulkas,
Also heute sagt man George Vitulkas. Und Krishnamurti hörte das und sagte zu seinem Sekretär, das war damals dieser genannte Franzose Alain Naudet, dieser Mann wird uns helfen, geh mal hin und erkundige dich. Naudet geht hin und erkundigt sich und sagt, du, das ist selber nur ein Anfänger. Der ist eigentlich Architekt, der ist hier fürs Studium und beschäftigt sich jetzt so am Rande ein bisschen mit Homöopathie. Der Mann wird mir helfen. Und geht eine Weile und dann kommt Vitulkas irgendwann in den Kontakt zu Krishnamurti, verbindet sich mit dem Umfeld und hilft auch anderen Menschen. Und Krishnamurti hat eine Bronchitis mit Lungenentzündung, die am Rande ihn an den Rand des Todes geführt hat. Und Vitulkas zermartert sich das Hirn und versucht, sich auf den Mann einzustellen und tun und zu machen und kriegt plötzlich irgendeine Erleuchtung und sagt Phosphor C, frag mich nicht mehr nach der Potenz, eine Hochpotenz Phosphor. Gibt sie Krishnamurti und sagt ihm, ich glaube, das ist das Richtige. Krishnamurti nimmt es, geht ins Bett und Vitulkas fällt in so einen unruhigen Schlaf, wird immer wieder wach, schläft wieder ein. Und früh am Morgen, 5, 6 Uhr, springt er auf und guckt Krishnamurti nicht in seinem Schlafzimmer. Schaut rum, um Gottes Willen, er wird nicht gestorben sein. Und sucht überall und findet ihn dann in irgendeinem Zimmer, bester Laune, quietschvergnügt. Und Krishnamurti sagt, es war wunderbar, Sie haben mich geheilt. Und Krishnamurti war ihm sein Leben lang dankbar, hat ihm sogar ein, zwei Anzüge geschenkt, die hatten ungefähr die gleiche Größe. Und die beiden waren auf einer gewissen Ebene zwei gleich große Seelen. Vitulkas ist dann irgendwann gegangen, weil er, glaube ich, seinen eigenen Weg gehen musste und nicht Krishnamurtis Hausarzt werden wollte. War wohl auch der richtige Weg. Aber sie haben ihr Leben lang in größter Hochachtung voneinander gesprochen. Ich habe Vitulkas dann später mal auf seiner herrlichen Insel in der Ägäis, auf Alonisos, besucht, wo er sein großes Heilungszentrum hat. Und da hatten wir auch wieder so eine ganz ungewöhnliche Erfahrung. Da saßen wir auf der Terrasse, guckten über das Meer und redeten und versuchten zu verstehen, wer dieser außergewöhnliche Mann war, der uns beide so auch beeindruckt hatte, jeden auf seine Weise. Und irgendwann, ich glaube, es war Vitulkas, der mit Schmunzeln dann sagte, ich stelle mir vor, so mögen Andreas und Johannes auch geredet haben, nachdem Jesus zum Himmel aufgefahren war. Sagt, wer war dieser Rabbi, mit dem wir zusammen waren? Und sagt, uns geht es auch so. Sagt, wer war dieser außergewöhnliche Mensch, den wir kennenlernen durften? Und dann haben wir beide geschmunzelt und das klingt irgendwie glaubwürdig. Und das war eine besondere Beziehung zwischen den beiden. Und Krishnamurti verdankt ihm wahrscheinlich 30 weitere Jahre seines Lebens. Unglaublich. Was er auch selber immer so gesehen hat. Ja, das ist gut von der Homöopathie zu wissen. Ja. 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 Dann gibt es heute Artikel, die sagen, alles dummes Zeug, Placebo-Effekt und so weiter. Nee, also über dieses Niveau, glaube ich, ist man doch bei Krishnamurti dann hinaus. Ja, weit hinaus. Ja, weit hinaus. Ja, wenn wir jetzt noch mehr Zeit hätten, dann würden wir noch viele Dinge über Krishnamurti mehr erfahren. Aber ich meine, ein Interview wie unseres hier erspart nicht das Lesen eines Buchs oder noch viele andere Bücher. Nein, er hat so viele Facetten, wir haben nur gestreift. Ja, wir haben nur gestreift, wirklich. Und es gibt ja im Internet schon viele Vorträge, Französisch, Englisch, Deutsch, Übersetzung. Ja, also liebe Zuschauer, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie haben jetzt auch noch mehr Lust auf mehr Informationen zu Krishnamurti. Und Sie können sich natürlich auch gerne überhaupt in diesem wunderbaren Verlag umsehen. Und ich hoffe auch, dass wir noch mehrere Gespräche wir haben werden sicher eine Gelegenheit. Zu anderen Büchern. Ja. Es ist ein reicher Schatz, ja. Gut, also jetzt danke ich dir mal, lieber Peter, für dieses schöne Gespräch. Danke für die Einladung. War mir eine Freude, wiederzukommen. Dankeschön. Wunderbar. Also vielen Dank auch fürs Zuhören an Sie und ich freue mich, wenn Sie wieder bei uns sind. Auf Wiedersehen.